Moin allerseits, ich bin Sven von autominimalist.de und das ist der erste Teil von meiner angekündigten Natural Bushcraft Reihe. Und zwar möchte ich heute zu einem ganz wesentlichen Ausrüstungsgegenstand kommen, und zwar Schnur. Ich bin vor einiger Zeit schon auf Hanfschnur umgestiegen, um einfach einen Anfang zu setzen. Das war halt ein Teil, der sich recht gut umsetzen ließ. Der Grund war, dass mein Paracord unglaublich gestunken hat, also schon von Beginn an. Ich hatte mir ein neues Paracord geholt und das hat nach einem Chemiebaukasten gestunken. Also richtig widerlich. Ich habe das diverse Male in Verwendung gehabt und der Geruch ging einfach nie weg. Das kannte ich von anderen Paracord eigentlich nicht, also es muss eine Ausnahme gewesen sein. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, Paracord ist böse, definitiv nicht. Ich nutze Paracord noch immer. Aber für die normalen Aufgaben, mein Tab abspannen oder dergleichen, nutze ich einfach mittlerweile Hanfschnur. Ich habe jetzt mal so eine Rolle mitgebracht. Das ist wirklich ein tolles Material. Und das war für mich erstmal ein Test. Also tatsächlich war diese Hanfschnur und dieses Paracord so der erste Anfang in die Richtung, mich zu bewegen, dass ich auf Naturmaterialien umsteige. Weil ich einfach sehr, sehr gerne damit arbeite. Es ist leicht darauf umzusteigen, das ist jetzt keine große Sache. Das sind 35 Meter und das ist ein 6 mm Seil. Das ist sehr, sehr robust. Ohne Frage ist Paracord robuster. Ich nutze, wie gesagt, noch Paracord, wenn ich mir zum Beispiel eine Bushcraft-Hängematte mache, sprich eine Hängematte, die nur aus Paracord besteht oder nur aus Seil besteht, muss ich ganz ehrlich sagen, favorisiere ich Paracord und nutze das auch dafür. Es würde wahrscheinlich, da bin ich mir sogar relativ sicher, auch hiermit gehen. Aber das ist so eine Sache, da möchte ich es nicht drauf ankommen lassen, weil ich darauf schlafe. Und wenn es nicht darauf geht, wer das schon mal gebaut hat, ich werde das irgendwann auch nochmal zeigen, weiß, dass das schon relativ viel Arbeit ist. Und wenn man dann nachts feststellt, nee, es geht auch nicht, weil es ist gerissen, dann ist es erstmal eine sehr unangenehme Landung. Und dann mal eben schnell ein anderes Lager aufbauen, das ist halt auch nicht wirklich Spaß. Deswegen bleibe ich da beim Paracord. Aber zum Abspannen von Tabs und dergleichen bin ich definitiv darauf umgestiegen. Was ich sehr, sehr angenehm finde an dem Material, ist, dass es von der Oberfläche her sehr rau ist. Und zwar, wenn ich damit Knoten mache, ein Stückchen ab. So. Wenn ich das abschneide, es lässt sich wahnsinnig angenehm damit knoten. Also ich mache jetzt gar keinen besonderen Knoten oder so. Aber es ist so schön, es hält sich so selber, weil es so schön rau ist. Aber gleichzeitig kriegt man es wahnsinnig gut wieder auf. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Es ist ein, ja, wie soll man sagen, ein warmes Produkt. Es ist angenehm zu greifen, zu fassen und auch damit zu arbeiten. Jetzt bin ich schon dabei, den nächsten Vorteil zu zeigen. Und zwar sind diese Seile in der Regel geflochten aus mehreren Einzelseilen. Das sind jetzt 6 mm. Und ich kann das, wenn ich kleine Bänder brauche, kann ich das ganz leicht auseinandernehmen. Habe dann einzelne kleine Bänder. Ich weiß, das kann man mit dem Paracord genauso. Man kann die Schutzschicht drumherum machen und hat dann meistens, ich meine, es sind 7 Fäden, die man hat, oder 5 Fäden, je nachdem, was man holt. Kann man auch. Finde ich hier aber tatsächlich praktischer. Es ist sehr reißfest. Ich meine, ich müsste die Bruchlast wirklich nachgucken. Also in der 6 mm Form hat es, glaube ich, eine Bruchlast von 180 Kilo um 180 Kilo rum. Es reicht definitiv. Wie gesagt, es würde rein theoretisch sogar für die Hängematte reichen. Vielleicht teste ich das sogar irgendwann nochmal aus, um da komplett wirklich umzusteigen, weil ich einfach begeistert bin von diesem Material. Das Schöne ist, es ist wirklich sehr, sehr günstig. Und im Zweifelsfall, wenn man irgendeinen Knoten nicht aufmachen möchte oder schnell sein Lager abbrechen möchte, kann man die Knoten einfach Knoten sein lassen, schneidet es einfach ab und packt es ein. Denn, das finde ich ganz toll, es gibt noch einen weiteren Vorteil. Das ist hervorragender Zunder. Und zwar kann man das wirklich so auseinanderfrieseln. Sieht das vielleicht schon, dass das jetzt wie einzelne Haare sind. Hier noch einen dazu. Die sind, also sie verrotten schwer. Das heißt, man soll sich jetzt nicht irgendwie denken, oh Mensch, das ist ja Naturmaterial, ich kann die Bänder einfach in der Natur rumliegen. Definitiv nicht. Sollte man sowieso nicht tun, ganz egal, auch wenn irgendwas verrotten kann. Alles, was man verursacht, sollte man auch wieder mitnehmen.
Einfach nur, weil es da halt nicht hingehört. Jetzt noch mal eins dazu. So, ich glaube, ihr seht schon, worauf ich hinaus möchte. Jetzt hänge ich es ein bisschen zusammen. Ein bisschen auseinanderreißen. So, schön ist, hier hat man wirklich so ein schönes kleines Zündernest. Hier kann man Funken drin fangen, aber man kann auch einfach mit Streichholz oder einem Feuerstahl das wirklich als Zünder nehmen, um was in den Brand zu setzen, weil es einfach super gut brennt. Ich habe hier jetzt nicht vor, irgendwie ein Feuerchen zu machen oder so, deswegen werde ich das jetzt hier nicht zeigen. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo bei irgendeiner Aufnahme, meine ich, das habe. Ich werde mal gucken, sonst blende ich das jetzt gleich ein. Ansonsten nicht. Und da kann man es halt zusätzlich nochmal als Zünder nehmen. Der eine oder andere mag jetzt die Gefahr sehen, dass das vielleicht ein Funken, dass das entzünden könnte, wenn man seinen Tarp in der Nähe eines Lagerfeuers aufbaut. Und ja, also bei Paracord schmilzt es. Gegebenenfalls, wenn dann ein starker, dicker Funken draufkommt, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein 6 mm Seil getroffen wird, ist relativ gering. Plus, es ist nicht so, dass diese Schnur einfach so anfängt zu brennen. Man muss die schon wirklich so auseinanderfrieseln, dass man wirklich diese feinen Härchen hier hat. Und dann funktioniert super. Ansonsten muss man sich da keine Gedanken machen. Wie gesagt, Bruchlast definitiv geringer als bei Paracord, was auch noch ein Faktor ist, wenn ihr sehr, sehr viel Seil mitnehmen wollt, ist, dass Paracord ein Stück leichter ist. Ich kann euch da jetzt die genauen Gewichtsverteilung nicht sagen, das hängt halt immer auch von der Dicke ab, der Hanfschnur, die ihr mitnehmt, da müsst ihr also gucken. Aber Paracord ist vor allem im Vergleich zu der, oder im Verhältnis zu der Bruchlast, auf jeden Fall etwas leichter. Das heißt, das wäre tatsächlich auch nochmal so ein Argument für die Bushcraft-Hängematte mit Paracord. Ich nutze 2x30 Meter. Damit bin ich gut auf der sicheren Seite. Die 31 Meter sind etwas kürzer, weil da sehr viele Knoten drin sind. Um das hinterzuhaken, aber wie gesagt, das zeige ich irgendwann nochmal. Da macht es vielleicht schon einen Unterschied. Das muss aber jeder für sich selber sehen. Wie gesagt, das war der erste Teil von Natural Bushcraft. Wie gesagt, ich bin immer noch auf der Suche nach einem besseren Namen. Wenn sich da keiner findet, dann bleibe ich einfach bei Natural Bushcraft, wenn ihr euch da nicht dran stört. Mir fällt tatsächlich nichts Besseres ein. Ihr seht also, es geht nicht um, das ist besser, das ist besser. Alles hat seine Berechtigung. Und vor allem geht es immer darum, woran habt ihr Spaß und womit arbeitet ihr gerne. Natürlich hat das eine oder andere Nachteile, aber wenn ich mehr Spaß daran habe, ja meine Güte, wenn ich mit den Nachteilen leben kann, was spricht dagegen, einfach das zu verwenden? Das sollte sich jeder, glaube ich, irgendwo vornehmen, einfach die Sachen zu verwenden, wo man Spaß daran hat. Das ist schließlich ein Hobby. Man macht das nicht, weil man irgendwas beweisen möchte oder weil man eine Aufgabe hat oder was auch immer. Es ist ein Hobby. Dementsprechend, Leute, habt Spaß und nutzt, wo sie Lust dran haben. Ob es dann bessere Sachen gibt oder schlechtere Sachen, ja, wie ihr Lust drauf habt. In diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, einfach wie immer, schreibt was in den Kommentaren, kontaktiert mich auf meiner Homepage. Ich sehe zu, dass ich schnellstmöglich antworte und bis zum nächsten Mal.